Hallo ihr süßen Puppis, ich bin's wieder, eure Jurassic Parker, live von mir zu Hause aus meinem Büro. Ja, und ich sag euch, ich habe heute was ganz, ganz Tolles für euch vorbereitet. Passt mal auf, ich habe mir gedacht, ich bin ja auf YouTube, ich habe mittlerweile über 280 Videos online, ja, seit Jahren. Und die werden natürlich auch kommentiert. Das ist so eine Zusatzfunktion von YouTube. Ich habe für euch die schönsten, die nettesten, die liebsten und auch die konstruktivsten Kritiken zusammengesammelt. Ja, und ich habe mir gedacht, ich kommentiere heute mal Kommentare. Wow. Fangen wir gleich mal an. Eis am Stiel schreibt, ich kann verstehen, wenn jemand so ist wie das da, aber nicht, warum man dann auch noch andere beleidigt, obwohl man so etwas ist. Ja, liebe Eis am Stiel, ich frage mich jetzt, was bin ich? Ja, ich bin ein Mensch und ich bin immer gerne gemein. Ich werde dafür sogar sehr, sehr gut bezahlt. Ich weiß nicht, auf welches Video du das kommentiert hast, ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Susi Loves Dosing schreibt, krass ist das eklig, sowas zu sein wie ihr. Ersatzzeichen lassen wir sowieso mal weg. Kennt man im Internet nicht. Ja, lieber Susi Loves Dosing, fick dich. Holiday in Germany. Bild sehr gut, Licht sehr gut, Make-up sehr gut, Haare sehr gut, Schnitt gut, Musik sehr gut, Grafik exzellent, Idee gut, Regie mittelmäßig, Dialoge schlecht. Die Dialoge hat Barbara Vogt geschrieben. Mr. Schokoknack schreibt, wie komme ich denn jetzt von Motorsägen-Reviews auf den Transen-Kanal? What the fuck? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Finde ich ehrlich gesagt auch eine Beleidigung, ganz ehrlich. Margot Verli, Maul, Dreckstranse. Fick dich. XX Mr. Mix, wenn was beschissen ist, das ist es, diese Dreckstranse. Kill it with fire. Fick dich. Anna Askaritz, son of a bitch, you are disgusting transsexual and that's it, I hate your show because it's a piece of shit like your face. Fuck off and die. Paula P., du bist so nice, Alter. Danke. Promein, du Eierkopf. Finde ich ganz süß. Ja, gibt's nicht halt. Der war wahrscheinlich 7 oder 8. Da denkt man, das ist total das schlimme Schimpfwort. Eierkopf. So, Alida La. Ich mag sie nicht. Nicht, weil sie eine Transe ist oder wegen ihrem Aussehen. Gehen tief. Ich mag sie nicht wegen ihrem Charakter. Schatz, ich habe gar keinen Charakter. Margot Verli. Du hast doch einfach Minderwertigkeitskomplexe. Dass du so einen Scheiß ins YouTube stellen musst. Aber Hauptsache, du hast wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Bäh, du kotzt mich an. Schatz, ich bin geltungsbedürftig, ja? Und ich habe meine Zuschauer, meine Fans. Du folgst mir anscheinend auch. Ich verstehe nicht, wieso du in meine Scheiße guckst, wenn du dich darüber nur beschwerst. Aber so sind sie, die Masochisten. Oh, jetzt. User Liebe, Sehnsucht und Berge schreibt, seid ihr geistig behindert? Die Antwort ist ja. So, Alpha-Tier schreibt, wenn, dann bist du das Schönste, weil du kein Mann und keine Frau bist, Mann. Krass, Alter. Ich habe echt nichts gegen Homosexuelle oder wie in diesem Fall Transsexuelle. Falsch. Aber einige übertreiben es einfach und du gehörst zu diesen einigen. Was sagen eigentlich deine Familie und Freunde dazu? Schämst du dich gar nicht? Also im Ernst, du bist ein S, kein Mann und keine Frau. Fick dich. Michael Meyer schreibt, Jurassic Parker ist voll fett geworden. Bis zum Sommer musste aber einiges wegfallen. Excuse me. So, Olex 12, was für ein Transenhund. Wagyu, neidische Transenfotze, schneid dir den Schwanz, die Titten und den Kopf ab in dieser Reihenfolge. Vielen Dank, dass du mir das auch noch vorher dann mitteilst, wie ich es zu machen habe. Verdammt nochmal. Extreme Let's Play.
habe ich so ein Ding nicht schon mal in Scrim getötet? Scrim ist wahrscheinlich so ein Online-Spiel wahrscheinlich. Das sind halt auch so Menschen, die haben halt kein Leben. Das sind Hartz-IV-Empfänger wahrscheinlich oder gehen noch zur Schule, gehen da aber nie hin und verbringen ihren ganzen Tag im abgedunkelten Kinderzimmer und spielen Scrim. Und da hat wahrscheinlich irgendein Fan, hat sich einen Charakter gebaut, ja, so ein Avatar mit meiner Schönheit und Extreme Let's Play killt mich andauernd. So ist jetzt meine Fantasie darüber ein und her. Icywena333, du musst brennen, Transan. Ich muss sagen, mit dem Ton Haarspray, die ich in meinem Haar trage, ist das wirklich sehr leicht entflammbar. Du wirst eine helle Freude haben. Ich mach's einfach als Show im Dezember bei Popkicker. Komm vorbei. Kommst aber nicht auf die Gästeliste. Phoenix, du dreckige Missgeburt. Immer diese Hermaphroditen. Ist auch so toll, wenn halt Leute überhaupt gar keine Ahnung haben. Ich sag's dir nochmal, lieber Phoenix, ein Hermaphrodit ist ein Mensch, der beide Geschlechtsmerkmale hat, ja? Also, ich bin ein Mann, ich trage nur Frauenkleider, ich mache Travestie, das ist was völlig anderes. Das hat mit Hermaphroditen überhaupt nichts zu tun. Anyway. Dark Shadow LP90. Schwule, transsexuelle Penis-Muschisau. Ach, dankeschön, ist ganz süß eigentlich. Plan 1997. Ist das ein Mann? Knickknack, cleveres Bürschchen. Master Pummeluff. Du bist scheiße und hässlich. Fick dich. Kati Leibfinger schreibt: Echt toll das Video. Ich finde auch, dass Homosexuelle etc. viel zu wenig Rechte haben. Außerdem werdet ihr oft unterschätzt, obwohl ihr wirklich toll seid. Macht weiter so. Ach gut. Liebe Kati, dein Kommentar ist wahnsinnig lieb gemeint und ich danke dir dafür. Du meinst es lieb, ich weiß das, ich lese das. Was meinst du damit, dass wir oft unterschätzt werden? Das würde mich interessieren. Schreib mir einfach. Facebook, Twitter, Instagram, I don't know. Holiday in Germany, der kommentiert auch wirklich gerne, hat nichts zu tun. United Games, das ist es, so etwas wie dir noch gibt heutzutage. Im Ernst, irgendwie witzig. Aber wenn du einen ganz dicken Schwanz hast, würde ich dir gerne mal einlutschen. Tut mir leid, ich habe einen ganz, ganz kleinen, sehr, sehr dünnen Schwanz. Christian Matkovic. Ja, war schön reinficken. Bam, bam, bis es schreit. Auf gar keinen Fall. Albert Zweistein. Unfassbar unlustiger Pipi-Kaka-Hihi-Humor. Da hat er recht. Und da bin ich stolz drauf. Florian Kuhnen. Viele Grüße vom Niveau. Eieieiei, Orthographie ist auch nicht deine Stärke, lieber Florian. Ich google's einfach mal nach, wie es richtig geschrieben wird. Plan 1997. Ach, den hatten wir schon mal. Das war der vorhin gedacht hat, ich bin ein Mann. Wow. Digga, geh dich erschießen, bitte. Nee, war ich nicht. Hat's vergessen. The Echoes. Hahaha. Ha, ha. Ficke die geile Zwölflochstute. Du bist der Kracher. Zwölflochstute. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. German Love Machine, Wer zum Henker ist die hässliche Transe am Anfang? Mir kam direkt der Kötzreiz. Ich kam der Kötzreiz. Ja, tut mir leid. Eis am Stiel. Ich erhänge mich lieber. Sowas ist krank. Transe. Na, mach doch. Soll ich jetzt sagen, nein, mach's nicht? Fick dich doch. Hi, FPS. Welcher Untermensch abonniert diesen YouTube-Channel? Also beschwert euch bei High FPS, ihr seid alle Untermenschen. Denkt mal drüber nach! Verdammt nochmal! Solange du Ekelwesen aussiehst wie ein Stück Scheiße, ist mir das hier egal. Sag mal, wie viel Neid steckt in dir, um so einen Müll zu fabrizieren, du Transe? Ohne jegliche Satzzeichen. Das finde ich interessant. Ja. Oder gehören da auch Satzzeichen rein, aber gucken, ist auch scheißegal. Ich entdecke ad hoc 7-8 Fehler, aber egal. Ich mache einfach weiter. Also, Dark Passion Dreams, lass mal treffen. Nein. Glorious Estefan, du bist ein sehr böser Mensch, Jurassica, und extrem hässlich obendrein.
Ja, ich bin sehr, sehr böse. Mit dem hässlich hast du leider Unrecht. Ich bin die Allerschönste. KK aus OB. Wie scheiße ist denn bitte Jurassica Parker? Sehr. Rio Marcanes. Ich kotze gerade meinen Brassi-Eintopf wieder aus. Dieses Wild ist ohne Stacheldraht nicht zu empfehlen. Stacheldraht, das Brassi-Eintopf. Extreme Let's Play, ah, Alter, tötet das Ding am Anfang, bevor es Eier legt. Oh feier. Ich lege keine Eier, ich bin kein Vogel, ich bin auch kein Reptil, obwohl, Jurassic Parker, ich stamme ja von Dinosauriern ab. Kind, du bist doch viel interessanter und viel geistreicher, als ich gedacht habe. Ey, Mann, lass treffen. Crispy, Wahnsinn, das ist ja eine komplette Maske. Irre, was man mit Make-up bewirken kann. Haarspray als Fixing, echt jetzt? Dann darfst du einer Kerze aber nicht zu nahe kommen. By the way, geiler Arsch. Also ich weiß, dieser Kommentar stand unter einem Schminkvideo von mir. Da sieht man mich aber die ganze Zeit nur bis hier. Ich frag mich jetzt gerade, woher der weiß, wie mein Arsch aussieht. Verdammt. Combat Footage Hub. Alter, ich habe Augenkrebs bekommen. Sowas sollte man verbrennen. Sind wir wieder beim Haarspray-Thema. Wie Sum kann eine Transe nur sein. Häng dich auf. Sehr ungerne. Sergeant Hartmann, hat die gekifft oder was? Sich darüber aufregen, dass bei GNTM alle wie Nutten aussehen? Ja, ist so. Dabei sieht sie selber aus wie ein verbrauchtes altes Handtuch. Ach, das war's jetzt auch schon. Reicht jetzt ehrlich gesagt. Ich muss ehrlich sagen, es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wer mich dazu überredet hat, dieses Video zu machen, aber gut. Guck auch meine anderen Videos, die sind genauso fantastisch wie das, was du gerade gesehen hast. Und zwar da, da, da und da. Mm-hmm.